sind jetzt schon das fünfte Mal hier. Und wir haben immer ganz viel Spaß. Erster. Hey. Jeder mal, von den Erden nimmt jeder mal ein, jeder zwei in jeweils ein Glas. In sein Glas? Jeweils in ein Glas, ja. Zwei. Die einen halt hier und jeweils noch eins rein. So, beim Zerdrücken helfe ich euch gerade ein bisschen. Das geht ziemlich schwer. So. Jetzt kannst du da schon mal ein bisschen Erdbeersirup reintun. Ein bisschen mehr, wenn du ein bisschen süßer magst. Okay, nicht zu viel, weil sonst ist es ganz süß. Das darfst du auch gleich machen. So. Dann nimmst du gerade hier die Schaufel und tust da drei Eiswürfel rein. Die Eiswürfel sind hier drin. Echt? Ja. Zwei. Eine Flasche Ginger rein tun? Eine ganze? Eine ganze. Langsam füßen. Fertig. So, jetzt einmal frische Minze für dich. Einmal frische Minze für dich. Ganz rein. Noch. Genau, einfach reinwerfen. Das ganz Wichtige beim Rührteil ist das Umrühren. Jeder einen Löffel. Einmal kräftig umrühren. Und sich hinter der zweiten Stufe mit der Zange. Jeweils zwei Strohhalme. Zwei Stück natürlich. Auch ein. Kriegst du noch einen Löffel? So, dann lasst euch schmecken. Danke, hat viel Spaß gemacht. Sieben. Wo sind wir denn gestern stehen geblieben? Bei dem Lesezeichen. Ach ja, genau. Als sie wenig später das Frühstückszimmer verlassen hatten, schimpfte Anne leise. Stefan, was passiert eigentlich mit den Brötchen? Die werden jetzt gleich fertig gebacken und dann werden die nachher bei uns am Bauernbuffet mit angeboten. Heute Nachmittag. Werden die dann heute lecker? Und was sind da für Kräuter eigentlich? Stimmt. In den. Da sind Rosmarin, Thymian. Schöner Pfannkuchen. Soll ich das da weitermachen? Ja, wenn du möchtest, klar doch. Boah, guck mal, Kevin, die alten Schlitten an. Oh, die Kaminwurst, die sind besser. Komm, wir gehen weiter. Kaya, sollen wir jetzt in den Pool gehen? Ja! Natürlich, aber ich muss ja Schuhe anziehen. Natürlich, und ich auch. Hallo, wollt ihr zum Pool? Ja, ja. Habt ihr einen schönen Gesehen? Na klar. Ich brauche keine. Ich gehe schon mal. Bitte schön. Hier ist ein Kaufschuss. Wuhu!
Oh, Pommes. Das ist so lecker. Mal weiter essen.